Verringert den Hieb- und Stichschaden durch Feinde im Wirkungsbereich. Entziehen wir den Ausdauer. Komm, das ist am besten. Following your lead. Ja, im Augenblick kann er nur den Marsch der Kamor. Und wir können diese beiden Sachen. Er kann also schon mal Skelette beschwören. Das konnte er von Grund auf. Und ja, er kann einmal Tapferkeit und Wille erhöhen. Und er kann die Bewegungsrate und den Reflex aller Verbündeten erhöhen. I'm here. So, Kada, du tauscht mal mit Alof, dass Alof hinten steht. Und wir gehen mal ganz kurz nach Norden hier. Und sacken bei der Försterhütte alles ein, was wir finden können. Wobei das hauptsächlich Pilze sind. Als das schmetterndes Fass riecht noch leicht nach dem Öl, das vor langer Zeit in die Erde geflossen ist. Naja, das Ale wird sich in dem verrottenden Holz ziemlich gut festgesetzt haben. Ja, die Aura, die wirkt. Was gut ist. Nachher, wenn wir noch Palegida dabei haben, unseren zweiten Paladin mit noch einer Aura, wird das ziemlich übel. So. Wir reisen jetzt erst in die Schwarzauen zurück. Und da werden wir rasten. Zum ersten Mal unter freiem Himmel. Und da werde ich kurz mal meinen Plan offenlegen. Schwarzauen werden wir machen, dann die Matma-Brücke und dann Unlocks Kompass. Alles drei in einem Rutsch. Und dann geht's nach Goldthal zurück. Die Quest dort abgeben und den Eotas-Tempel machen. Dann werden wir den Esternwald machen und dann Redricks Festung, soweit es möglich ist. Ich habe da nämlich auch schon einen Plan dafür, wie wir das am besten hinkriegen, ohne dass es zu lange Zeit kostet und zu schlecht wird. Und dann haben wir hier eigentlich alles abgeschlossen im Nordosten. Und können dann Kitnua machen, um hier in das Gebiet zu kommen und dann in Richtung Trutzbucht. Ja. Gut. Wir rasten jetzt aber erstmal. Das haben wir gesagt. So, das ist auch neu, was Leute aus der ersten Staffel nicht kennen werden. Das ist nämlich die Abänderung der Fertigkeit Überleben. Oder wie hieß sie nochmal ganz genau? Genau, Überleben. Dadurch kriegen wir nämlich jetzt in Zukunft Rastboni. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das früher gebracht hatte, Überleben. Auf jeden Fall können wir jetzt, je nachdem, was unser Überlebensskill ist, uns aussuchen, was wir beim Rasten als Rastbonus kriegen wollen. Das muss ich ein bisschen ausführlicher erklären. Es gibt ja die Rastboni von Gasthäusern. Die sind nicht kumulativ, also die konkurrieren, wenn man in einem anderen Gasthaus oder in einem Gasthaus nochmal rastet, mit einem anderen Rastboni überschreiben die sich. Bei den Rastboni aus dem Gasthaus steht aber immer dabei, wie viel Rasten die halten. Das sind die Rasten außerhalb des Gasthauses, sind damit gemeint. Das heißt, wenn wir außerhalb rasten und einen Gasthaus-Rastbonus noch aktiv haben, dann bleibt er aktiv und wir kriegen zusätzlich noch den Rastbonus vom außerhalb Rasten dazu. Was nicht schlecht ist. Wenn wir aber zu oft außerhalb rasten, dann klingt halt der Rastbonus vom Gasthaus aus ab. Und der Rastbonus vom außerhalb Rasten, der überschreibt sich auch jedes Mal. Der hält also nur ein einziges Rasten an. Und zwar je nachdem, was für eine Überlebensskillung wir haben. Also mit jedem Punkt Überleben schalten wir eine weitere Sache hier frei. Schadensreduktion, also das erhöht unsere Schadensreduktion um 1, bis wir wieder rasten. Heilungsmultiplikator erhält man mehr Heilung. Bewegung erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit.
Der Rasengenauigkeitsbonus, keine Ahnung. Verbrauchsdauer, dadurch werden Verbrauchsgegenstände, also zum Beispiel Regenerationstränke, Bufftränke und so weiter, hält halben länger. Und Schaden gegen flankiert, ich glaube. Ich könnte einfach mal kurz nachgucken. Das steht doch hier sicherlich im Überleben drin. Genau. Ach, Rassen, nicht Rasen, nicht. Manchmal habe ich es echt mit den doppelten Konsonanten, oder? Also ja, Schadensreduzierung ist klar. Da erhalten wir mehr Schadensreduzierung. Mehr Heilung. Wir erhalten eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Beziehungsweise, gibt es Bewegung hier? Nö. Genauigkeitsbonus gegen einen bestimmten Kreaturentyp. Also den dürfen wir uns aussuchen. Erhöhte Dauer von Verbrauchsgegenständen. Habe ich ja schon erklärt. Und Bonusschaden gegen flankierte Feinde. Also wenn zwei von beiden Leuten gleichzeitig einen Feind angreifen, ist der gilt ja als flankiert. Und nimmt halt sowieso mehr Schaden und dadurch nimmt er sogar noch mehr Schaden. Gerade die 4 und die 6 sind nicht schlecht, weswegen ich wenigstens bei manchen bei Nahkämpfern gucken sollte, dass ich sie auf 6 kriege. Und ja, wenn ich den 6. Rang überschritten habe, dann werden die Boni in derselben Reihenfolge besser. Also wenn ich 7 habe, wird die Schadensreduktion besser. Wenn ich 12 hätte, wird der Bonusschaden gegen flankierte Gegner besser. Und da zählt auch der Überlebensbonus vom Rasten, also vom Rasten im Gasthaus mit rein. Was das Ganze ziemlich Micromanagement-mäßig hochtreibt, aber es ein bisschen interessanter macht, meiner Meinung nach. So, ich lasse mal alle für Schadensreduktion rasten, weil Heilungsmultiplikator brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, genau, hier, Edda hat schon. Genau, die Genauigkeitssache. Entweder gegen Bestie, gegen Primitive, also. Primitiv, das. Also Bestie sind Tiere und so weiter. Primitiv sind, glaube ich, so wilde Naturlebewesen wie der Troll. Ne, halt, der Troll müsste Bestie sein. Geist und Gefäß ist klar. Also Geister sind Phantome, wie wir sie in Ketnoa bekämpfen werden. Gefäße sind alle Arten von Untoten. Wow, das flackert hier aber gut. Und Wilder, das sind halt Wilde eben. Deswegen gebe ich Edda einfach mal Bestien. Und wir gucken dann einfach mal und rasten jetzt erstmal. So. Jetzt sind hier die Rastboni dabei. Sehen wir auch schön mit dem kleinen Lagerfeuer. Und Edda kriegt yes. Gegen Bestien. Ein Plus. Fledermäuse sprengen auseinander und krabbeln zwischen den Zähnen die Zähne der Bestie. Ja, Bestie. Wir werden ja gleich sehen, was der Troll hier ist. Ob der ein Wilder oder eine Bestie ist oder ein Primitiver. Trolle sind wild, okay. Aktuelle Aktion. Achso, Kada lädt gerade nach. Gut. Yes. Der Troll ist schon mal umgeschmissen. Und der Troll ist weg. Okay. Also wir wissen jetzt schon mal, dass Trolle Wilde sind und nicht Bestien. Bestien werden dann wahrscheinlich eher Tiere sein. Das hier sind Wichte, das sind Gefäße, weil sie mehr oder weniger untot sind. Hey. Und wir schicken Edda mal vor. Yes.
damit sie sich auf ihn konzentrieren, weil er hält halt am meisten aus von uns. So. Yes. Die hat nichts dabei zum Droppen, das ist schade. Also gut, wir wissen schon mal. Und ja, was ich noch machen sollte während den Kämpfen, ist es ein bisschen laut. Ist die Effektlautstärke und alles mal ein kleines bisschen runterdrehen. So, das auf 65, das auf 80. Dialoglautstärke, die können wir ruhig auf 90 lassen. So. Ein Reh. Rehe sind keine Gegner. Dieser umgestürzte Wagen sieht vor lauter Armbrust so aus, als hätte er Borsten. Blutflecken lassen die gesprungenen Holzlatten darunter erscheinen. Ja, Tagebuch aktualisiert, und zwar die Lieferung des Schmiedes. In den Schwarzhorn habe ich einen umgestürzten Karren gefunden. Es könnte sich um den Wagen handeln, den Tuatadu erwähnte. Von diesem hier aber wurden sämtliche Güter entfernt. Vielleicht kann ich in der Umgebung weitere Hinweise finden. Mhm. Hier nämlich zum Beispiel. Dieses Zelt ist in diesem Zelt ist überzähliges Bettzeug ausgelegt. Aber sonst gibt es keine Hinweise auf Gestandene. Ja, weil der einzige hier tot herumliegt. Not a sound. Hier hätten wir schon mal Rastvorräte und Goldskilling. Der Goldskilling entspricht dem Dürrwaldduck in Größe und Wert. Ja, das ist ein einziger ist 12 KP Kupferpant wert. Das heißt, wir haben hier schon mal über 200 Kupferpant. Schriftrolle der Verteidigung und Rastvorräte. So. Ah, die Schutzrolle kannst du ruhig haben. Ein guter Jagdbogen. Der ist auch nie verkehrt. So, Spinnen sind Bestien. Das ist schon mal gut zu wissen. Hey. Great. Spinnen sind aber auch garstiges Viehzeug, weil sie vergiften. Jedenfalls die größeren Spinnen können gut vergiften. Gut. Oh, den da doch. Oh, Kupferstücke. Diese Dürrwald-Währung ist maßlos im Umlauf, kommt bei Alltagsgeschäften zum Einsatz und stellt die Grundlage für die meisten Transaktionen dar. Also das sind Kupferpanz. Ganz normale Kupferpanz. Aber auch 200 Stück. Hat das eigentlich noch was im Tagebuch gebracht? Nö. Und so viel Rumschleichen brauche ich nicht. Muss halt nur aufpassen, dass wenn... Genau, Wichte in Sichtweite kommen. Dass sie zuerst auf Edda losgehen. So, du etwas näher ran, dass die anderen beiden auch was von der Musik abkriegen. So. Man sieht, Edda kriegt schon ein bisschen was ab, also sollten wir vielleicht das nächste Mal Eri vorgehen lassen. Fulvados Stiefel. Edda trägt ja schon sein Amulett und mit den Stiefeln kriegt er mehr Lebenspunkte und mehr Ausdauer.
I'm here. Wobei ich die Lebenspunkte etwas wichtiger finde.